ich lese, Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet und im Kapitel Haut, Haare bin ich angekommen beim Lippenherpes und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe und die werden den Wirkstoffen nach in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt und ich bin angekommen bei Z-Zinksulfat äußerlich angewendet. Das ist wenig geeignet. Rot. Ich lese vor. Zinksulfat in Klammern äußerlich. Zinksulfat trocknet die Haut leicht aus und wirkt zusammenziehend. Die Bewertung rot, wenig geeignet bei Lippenherpes, weil die therapeutische Wirksamkeit nicht ausreichend nachgewiesen ist. Aufgrund der oben beschriebenen Wirkweise können sich die mit Lippenherpes verbundenen Beschwerden etwas bessern. Möglicherweise wirkt Zinksulfat auch virusabtötend. Dass all diese Wirkeffekte bei der Behandlung von Lippenherpes von Nutzen sind, ist aber nicht ausreichend in hochwertigen Studien nachgewiesen. Wichtig zu wissen: Das Medikament kann die Haut austrocknen, sodass sie vorübergehend etwas spannt. So, und es schließt mit Zinksulfat und Heparin. Das ist der letzte Abschnitt für heute.